Ja, warum machen wir das Ganze? Warum setzen wir uns hin und erzählen dir über deine Führerscheinausbildung oder über deine kommende Führerscheinausbildung? Schuld daran sind die Deutschen und deine Großeltern. Bevor jetzt ein Shitstorm losbricht, möchte ich das natürlich relativieren. Warum sind die Deutschen schuld, dass wir hier sitzen und diese Serie für dich machen? Es gibt auf YouTube wahnsinnig viele Videos, die sich mit dem Thema Führerschein und Fahrschule beschäftigen. Das Problem dabei ist, diese Seiten sind aus Deutschland. Nicht, dass diese Seiten schlecht sind, die machen das sogar sehr gut, aber, und da musst du aufpassen, in Deutschland gibt es andere Verkehrsvorschriften als in Österreich. Ein Beispiel: In Österreich zählt die Rechtsregel vor der Gegenverkehrsregel. Das wäre in Deutschland anders. Und wenn du dir diese Kreuzung anschaust, da haben wir schon ein eigenes Video gemacht, das habe ich dir oben verlinkt, dann hätte in Deutschland das Auto, das jetzt mit 1 gekennzeichnet wird, Vorrang, weil die beiden, die sich gegenüberstehen, quasi im Gegenverkehr sind und die Gegenverkehrsregel in Deutschland wichtiger ist. In Österreich schaut das ganz anders aus. In Österreich ist die Rechtsregel vorrangig und deshalb darf das Auto, das jetzt mit der Nummer 1 gekennzeichnet ist, in dieser Situation, wenn mehrere Autos zu einer Kreuzung kommen, zuerst fahren. Wenn du in Österreich in ein Ortsgebiet fährst mit einer Ortstafel und es ist davor eine Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt, dann wird diese nicht durch die Ortstafel aufgehoben. Das heißt, wenn vorher 70 war, dann kommt eine Ortstafel, der 70er ist nicht aufgehoben, dann darfst du im Ortsgebiet weiterhin 70 fahren. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland würde eine Ortstafel eine Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben. Und außerdem läuft die Prüfung in Deutschland ganz anders ab. In Deutschland prüft der TÜV, in Österreich prüfen Prüfer der Landesregierung, die also vom Landeshauptmann bestellt sind. Auch der Ablauf der Prüfung ist ein ganz anderer. In Deutschland muss man zum Beispiel im Straßenverkehr während der Prüfungszeit einparken. Das braucht man in Österreich nicht. Deshalb haben wir auch diese Parkübungen. Auch da habe ich dir einen Link zu unseren Videos eingefügt. Also du siehst schon, in Deutschland gibt es andere Verkehrsvorschriften als in Österreich. Deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht auf die Deutschen verlässt, weil in Österreich könnte das unter Umständen dazu führen, dass man einen Fehler bei der Prüfung eingetragen bekommt. Wenn du dir Technikvideos anschaust, die Kupplung funktioniert in Deutschland genau gleich wie in Österreich. Der Motor wird mit dem gleichen Öl geschmiert. Also diese Videos kannst du dir gerne anschauen, sollst du dir auch anschauen und da kannst du auch sehr viel davon profitieren, weil, wie gesagt, die Deutschen machen das sehr, sehr gut. Das Zweite, was ich gemeint habe, ist, man soll nicht auf die Eltern hören. Natürlich sollst du auf deine Eltern hören, um Gottes Willen, schon gar auf deine Großeltern. Die haben sehr viel Erfahrung im Straßenverkehr, die sind etliche Kilometer schon gefahren, haben viele Situationen erlebt und wissen sehr gut, wie schnell eine Kurve zu fahren ist, wo es gefährlich wird und so weiter. Es gibt aber einen Unterschied. Weil deine Eltern eine Prüfung vielleicht vor 20, 30, 35 Jahren gemacht haben. Und damals war die Prüfung einfach anders als heute. Ja, man ist einmal rechts abgebogen, einmal links abgebogen, hat keinen Unfall produziert, passt, Prüfung bestanden. Prüfungen haben so 5 bis 10 Minuten gedauert. Dann hat der Prüfer gesagt, okay, ich sehe, er oder sie kann fahren und dann hat man einen Führerschein bekommen. Prüfungen sind in Österreich wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Die Prüfungsdauer ist 40 Minuten, man muss am Übungsplatz einparken, man muss technische Fragen beantworten und dann 25 Minuten zumindest im Straßenverkehr fahren und darf nur 2 schwere Fehler machen. Also die Prüfung von damals zu heute hat sich massiv geändert. Und deshalb hör natürlich auf deine Eltern. Nimm die Erfahrungen, die die schon in ihrem Autofahrerleben gemacht haben, auf. Aber bitte, was die Prüfung angeht, solltest du lieber unsere Videos anschauen, damit du auf der sicheren Seite bist. Es gibt auch in Österreich eine gute Seite, die sich mit dem Thema Fahrschule und Führerschein beschäftigt. Ich habe dir einen Link unten in die Shownotes gepackt. Nicht runterfahren, schau zuerst fertig. Also auch dort kannst du natürlich interessante Informationen aus österreichischer Sicht haben. Allerdings muss man sagen, der Betreiber dieser Seite hat selber keine Fahrschule, ist zwar Führerscheinprüfer, aber von der Ausbildung her vielleicht nicht so im täglichen Geschäft drin, wie wir das sind.
Aber trotzdem, diese Seite ist gut, die kann man sich auch anschauen. Also, bleib auf diesem Kanal, schau uns zu. Jede Woche, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge von Auf die Überholspur. Damit schaffst du auch wunderbar deine Prüfung und kommst damit zum Führerschein. Schick uns Fragen, wir freuen uns sehr an fragen@alpenland.co.at oder an fragen@driveacademy.at oder schick uns einfach eine WhatsApp an 0677 640 2970. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir haben schon ein paar gute Themen, aber trotzdem, wenn dir eine Frage auf der Zunge brennt, einfach her damit. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, bleib uns treu und schön rechts fahren.